Schnall dich gut an, denn das, was ich heute sagen werde, geht unter die Haut. Manche wird es schockieren, manche wissen oder fühlen es vielleicht, denn es liegt in der Luft. Und manche werden es noch gar nicht überlegt haben, weil es ist ein allumfassendes Thema, was man in seiner Gesamtheit betrachten sollte. Es geht um Krieg, aber um den spirituellen Krieg, der uns alle betrifft, ob wir es wollen oder nicht. Dieses Video spricht die Wahrheit aus über das, was gerade tatsächlich passiert. Und es ist extrem wichtig, dass du es heute anschaust und bis zum Ende dabei bist, damit du über alles Bescheid weißt. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerejana Kardinal und ich habe dieses schöne Buch, Das kosmische Wissen über die Plejaden, geschrieben. Und wenn du dich dafür interessierst, klicke gerne auf den Link unter meinem Video. Und wie ihr seht, habe ich heute ein Nachrichtenstudio aufgebaut, um dem Ganzen einen wichtigen Rahmen zu geben. Denn ihr Lieben, es geht um das, was gerade geschieht. Es ist eine Richtung, die hier eingeschlagen wurde, die für alle Menschen nicht gut ist. Und sie richtet sich auch sogar auf die Spiritualität auf. Es ist nicht nur dieser physische Krieg, sondern es ist auch die Spiritualität, die darunter leiden wird. Und ich werde euch alles genau erklären in diesem Video. Denn wir können natürlich was dagegen tun, aber es wird Zeit, dass wir wirklich jetzt aktiv werden. Es begann vor 2-3 Jahren mit der C-Welle. Damals hat man geprüft, inwieweit man über Angst die Menschen beeinflussen kann und zu Dingen zwingen kann, die sie sonst nicht tun würden. Denke an den Maulkorb, denke an das Schlumpfen. Ihr kennt das alle, ihr wisst Bescheid. Und diese massive negative Energie wird jetzt durch dieses Kriegsgeschehen nochmal erhöht. Das, was damals war, das ist wirklich kein Vergleich zu dem, was jetzt gerade stattfindet. Denn diese massive negative Energie, die im Moment sich um Europa legt, das hatten wir schon ewig lange nicht mehr. Und dann wird es auch noch unterstützt auf alle Arten und Weisen, die man sich nur denken kann. Oder denkt jetzt mal genau an die letzten Lieferungen, die hier getätigt wurden. Oder denkt auch an die Länder in Europa, weil die haben sich ja auch bereit erklärt, Lieferungen zu unternehmen. Und all das trägt ja nur dazu bei, dass die Angst noch größer wird vor dem Krieg. All das trägt dazu bei, dass die Menschen verzweifelt werden. Und wenn du guckst, vielleicht zum Nachbar oder in der Bäckerei oder sonst wo, ist es dir bestimmt schon aufgefallen, dass die Menschen insgesamt sehr nervös und auch aggressiver geworden sind. Das war früher nicht so. Das heißt, diese negativen Energien bewirken schon einiges. Und es ist ja so, wenn du rausgehst unter Menschen und also raus aus deinem geschützten Raum, den du vielleicht immer reinigst, und du gehst dann raus und dann kommen diese negativen Energien und setzen sich unbemerkt in der Aura fest und das muss man dann reinigen. Wie das alles geht und noch viel mehr haben wir im Webinar mit Erzengel Michael gelernt. Das ist ganz wichtig. In der heutigen Zeit kannst du nicht mehr einfach so rausgehen, gerade weil diese Angst ja so sehr geschürt wird. Es ist ja auch diese Propaganda, die so sehr abläuft und diese Angstmacherei in den Medien, die hat schon ihre Auswirkungen. Ich hoffe nur sehr, dass dieses Video auf YouTube bleibt, denn es ist wichtig, was ich sage und ich werde noch viel mehr sagen. Falls es weg ist, geht auf Odyssee und abonniert uns dort, denn dort wird es auf jeden Fall zu sehen sein. Dieses große Kriegsgeschehen und diese große Angstwelle, die hat letztendlich ein Ziel, nämlich uns gehörig zu machen, uns unseren freien Willen zu nehmen. Sie wird ja durch die Lobby, das heißt von den Lebensmitteln, von Öl, von Elektrizität, von den Waffen, all das wird es unterstützt, dass die Angst weiter geschürt wird und wir dann bereit sind, Dinge zu akzeptieren, die wir sonst nie akzeptieren würden.
Man will uns das Bargeld abnehmen, man will uns enteignen. Ja, mit den neuen Grundsteuergesetzen, diese ganzen Dinge, die Gesetze sind ja schon gemacht, das ist alles schon fertig. Man will uns in diese Linie hineintreiben, so wie die Schafe. Wir brauchen uns es nicht gefallen zu lassen. Wir haben eine ganz große Macht, das werde ich euch nachher erzählen. Wir haben eine ganz große Macht und dessen sollten wir uns bewusst sein. Wenn du guckst, dass sich im Moment in Europa, kann man sagen, zwei Völker bekriegen, das ist so, wie wenn sich zwei Brüder oder zwei Schwestern mit dem Gewehr gegenüberstehen. Hat man sowas schon mal gesehen? Das ist doch nicht normal. Und wir sind auch nur ein Land davon getrennt entfernt. Es ist ganz nah bei uns. Und diese ganzen Dinge, die hier geschehen, sind eine riesengroße Gefahr für den Frieden, den wir uns alle wünschen. Und all das, was hier geschieht, auch das ist entgegen jeglicher spiritueller Denkweise. Denn die spirituelle Denkweise, das ist ja Liebe und Licht und Freundlichkeit. Das ist einfach eine Wertschätzung untereinander. Das wird hier alles weggemacht. Alles wird hier künstlich herausgefordert. Es wird Hass mit Hass begleitet. Es wird Gewalt mit Gewalt begleitet. Was wir tun, und vorher muss ich euch noch sagen, es gibt keine Lösung, wenn du Gewalt mit Gewalt zusammenbringst. Es gibt keine Lösung. Es gibt nur noch mehr Gewalt. Und das ist das, was gerade geschieht. Das ist das, wo wir alle darauf hingetrieben werden. In der Spiritualität gibt es Liebe. Da gibt es Freude. Da gibt es Frieden. Und diese Energien müssen gestärkt werden im Quantenfeld der Liebe. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Was auch noch geschieht, es fühlt sich so an für mich. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Es geht irgendwie darum, dass die Menschenfamilie aufgelöst werden soll. Unsere Familienstrukturen sollen aufgelöst werden. Es fängt ja damit an, mit der schulischen Erziehung. Und wenn du dir überlegst, das, was den Kindern beigebracht wird, für die ist es ja normal, weil die kennen nichts anderes. Du kannst den Kindern alles beibringen, die glauben das, weil sie halt bis zu einem gewissen Grad das so annehmen. Später könnte sich das wieder ändern, aber wenn sie erst mal drin sind in so einem Schema, ist es schwer, wieder herauszukommen. Überleg doch mal, wie das ist mit dem Cannabis. Ich habe früher auch meinen Joint geraucht, aber muss man das jetzt legalisieren, sodass jeder oder auch unsere Jugend dann am Tag, was weiß ich, unbegrenzt einen Joint rauchen kann? Muss das sein? Bringt das nicht weg vom realen Leben? Ja, bringt uns das nicht eher in eine Traumwelt, die es gar nicht gibt? Und werden wir dadurch nicht auch isoliert, wenn wir immer nur da in dieser Welt sind, mit dem Joint in der Hand? Oder was ist mit den Computerspielen? Das ist doch auch eine andere Welt. Oder was ist mit den VR-Brillen? Da ist man ja dann auch total im Internet unterwegs. Im Metaverse sozusagen. Was ist denn damit? Oder was ist mit den geschlechtlichen Rollen? Mann und Frau. Jetzt soll es 62 Kategorien geben, wie man sein Geschlecht feststellen kann. Bringt uns das nicht alles aus der schönen Familienstruktur heraus, wo wir Halt finden, wo wir Kraft finden? Und wenn du dir vorstellst, dass es dann nur noch Single vielleicht geben könnte, dass es nur noch Singles gibt, die jeder in einem Apartment oder ja, einen kleinen Raum leben, wo sie dann die ganzen Computerspiele oder den Joint rauchen oder sich zu Partys treffen und dadurch die Realität zum wahren Leben verlieren. Aber es liegt daran, weil sie gar nicht wissen, was das reale Leben ist. Das ist der Punkt. Und wenn man die Kinder so steuert, denken sie, es wäre normal. Und dann haben sie auch nicht das Gefühl,
dass es noch was anderes geben könnte. Also ich persönlich sehe da eine ganz große Gefahr darin. Und auch weil es so eine Oberflächlichkeit ist. Und die Spiritualität, das geht ja um die Seele. Ich komme noch mal auf den Krieg zurück. Wenn ich in einem Land Krieg mache, dann nehme ich ihm die Seele. Und wenn ich ganz viel Angst schüre, dann verlieren die Menschen ihren Zugang zur Liebe. Sie sind gefangen in dieser Matrix. Und je mehr Angst die Menschen haben, je mehr sie sich fangen lassen, je mehr sie Ja sagen, umso mehr werden sie bereit sein, was die Agenda 2030 uns bringt, zu allem Ja zu sagen, alles mitzumachen, weil sie denken, das ist die Lösung. Es wird ja dann so dargestellt. Wir sollen enteignet werden, sollen kein Bargeld mehr haben. Wir sollen nur noch 15 Minuten Ausgang haben, sozusagen. Ja, Leute, ist denn das das neue Leben? Heieiei. Es ist wichtig, dass wir uns auf die kosmischen Gesetze zurückerinnern. Denn es heißt so wie innen, so auch im Außen. Wenn wir diesen neuen Gegenpol im Innen, die Liebe und die Freiheit verstärken, wird sie auch kommen. Wenn wir zusammenhalten, wir sind so viele, dann wird sich da was ändern lassen. Diese große Angstwelle, sie braucht eine ganz große Gegenbewegung. Und dazu rufe ich euch auf, zu dieser großen Gegenbewegung, die bedeutet, dass die Menschen wieder das wahre Leben entdecken können, dass sie sich wieder umarmen und die Menschlichkeit, die ja in jedem Menschen ruht, die Empathie, die Liebe, wieder entdecken können und sich das ausbreitet. Denn so wie es jetzt läuft, läuft es total in die falsche Richtung. Aber wir machen jetzt gleich zusammen eine wundervolle, intensive Meditation, wo wir das Quantenfeld der Liebe ausdehnen und nähren. Und ich bitte euch, tut dies so oft ihr könnt, denn das ist unser Werkzeug. Das ist das, was wir tun können. Wir lassen uns nicht unseren freien Willen abschaffen. Wir sind stark und kräftig und wir halten zusammen, ihr Lieben. So, und jetzt sprühe ich mich ein mit dem Quantenlicht Aura Spray, einfach um leichter in die Energien hineinzukommen. Ich schicke euch auch ein bisschen Energie rüber. Und freue mich, dass wir das jetzt zusammen machen können. Willkommen, geliebte Seelenmenschen. Willkommen, Menschen des Herzens, Menschen des Lichtes und der Liebe. Wir werden zusammen eine tiefgehende Meditation im Quantenfeld der Liebe machen. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein. Du bist willkommen. Und so beginnen wir jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen. Es ist das Licht der Liebe, welches aus dem Universum, aus dem Zentrum von allem kommt. Es ist diese unendliche, vollkommene, göttliche Liebe, die jetzt zu dir fließt. Und so fließt diese Liebe mit jedem Atemzug durch dich hindurch. Diese Liebe berührt deine Seele, deine Zellen, dein Herz und deinen Geist.
So erlaube dir, dich mit jedem Atemzug tiefer mit dieser Liebe zu verbinden. Und spüre, wie sich dabei dein Herz ausdehnt und du getragen wirst von Gottes Händen, getragen wirst von der Liebe des Alleinen. Und nun fokussiere dich auf das Quantenfeld im Universum, wo die Liebe in der reinsten Form fließt. Und stärke dieses Quantenfeld mit deiner ganzen Liebe, mit deinem Licht. Lass schöne Gedanken dort hineinfließen und spüre, wie dieses Licht der Liebe nun ebenfalls zu dir fließt, wie es dich ganz tief in deinem Herzen berührt und ausdehnt, auf eine Art und Weise ausdehnt, die dir bisher noch nicht bekannt war. Und nun konzentriere dich auf dein Herz und lege den Fokus auf Mutter Erde. Und dort siehst du oder fühlst du diese Angstmatrix, die sich wie ein schwerer Schleier auf die Erde gelegt hat. Aber du weißt, dass du nicht alleine bist. Und so konzentrierst du dich darauf, aus deinem Herzen einen Strahl dieser göttlichen Liebe fließen zu lassen und über die Erde fließen zu lassen, mit all deinen Freunden des Lichtes zusammen. Und so stärkst du jetzt mit deinem Sein das Gitternetz der Liebe. Nimm dir ein wenig Zeit und lass all deine Liebe fließen. Schwinge deinen Herzensstrahl hin und her. Und stärke dieses wundervolle Gitternetz der Liebe. Und vielleicht nimmst du wahr, wie jetzt aus dem Universum, aus dem Quantenfeld der Liebe, Gottes Liebe dich stärkt und das Gitternetz der Liebe ausdehnt und zum Strahlen bringt. Negative Energien werden transformiert und das Licht der Liebe nimmt zu. Das Licht der Liebe strahlt in deiner Seele und im Gitternetz.
Wir sind verbunden. Wir sind stark. Das Licht trägt die größte Kraft. Verbindet sich mit der Liebe. Um all die Menschen zu erreichen, welche verzweifelt sind. Wenn du jemand kennst, dann sende jetzt deinen Herzensstrahl der Liebe zu diesem Menschen. Reiche ihnen deine Hand des Mitgefühls. Und spüre, wie sich ebenfalls das Gitternetz der Liebe stärkt. Spüre, wie alles besser werden wird. Du bist niemals allein. Und jeder Gedanke an Licht und Liebe stärkt das Kollektiv, stärkt das Gitternetz der Liebe. Sei dir dessen bewusst. Und so kann Großes geschehen, kann sich alles zum Guten wenden. Wir haben die Kraft, wir haben die Macht, alles zu ändern. Und so fließt unendliche Liebe, Frieden und Licht auf die Erde. Vielleicht siehst du, wie manche Stellen heller werden. Und so stell dir vor, wie die Menschen geheilt werden, wie ihnen geholfen wird, aus dieser Angstmatrix herauszufinden. Stell dir die große Heilung jetzt vor. Denn jeder Gedanke besitzt die Kraft der Liebe und des Lichtes. Und so retten wir die Welt. Ich danke dir dafür, dass du heute hier warst und mit mir zusammen für das Große und Ganze, für den Frieden gewirkt hast. Und ich danke auch den göttlichen Energien der Liebe, dass sie uns so gut begleiten und schützen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann like es und teile es. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du es gerne tun, um weiterhin so wichtige Botschaften und Nachrichten zu erhalten. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.